Ein Kampfmittelbeseitiger und Krankenpfleger versuchen herauszufinden, wie sie eine scharfe RPG aus dem Bein ihres Kameraden bekommen. Lance Corporal Perez kämpfte gerade in der Helmand-Provinz in Afghanistan, als er plötzlich von einer RPG getroffen wurde, die in seinem Oberschenkel stecken blieb. Das Transportieren von Blindgängern in Luftfahrzeugen ist eigentlich streng verboten. Und trotzdem ignorierte die Besatzung des herbeigerufenen Rettungshubschraubers diese Anweisung und evakuierte ihren Kameraden. Im Feldlager angekommen, legten die Piloten ihre vorsichtigste Landung aller Zeiten hin und übergaben den Marine an Lieutenant Commander Gennari, dem Leiter des Operationsteams. Um seine Kollegen keiner Gefahr auszusetzen, verlegte er Perez auf eine Freifläche vor dem Krankenhaus und kümmerte sich persönlich um die Versorgung. Und zu diesem Zeitpunkt war es totenstill im Lager und eine Sicherheitszone um den Patienten wurde eingerichtet. Nur der Krankenpfleger und ein EOD-Experte durften sich Perez nähern. Tatsächlich schafften sie es, das 30 cm lange Geschoss sicher zu entfernen. Der 20-jährige Marine überlebte und feierte seitdem zweimal im Jahr Geburtstag.